Hallo, wir von Bessel hoffen, dass Sie die Predigt mächtig segnet. Lassen Sie es uns wissen. 1. Korinther, 1. Korinther. Wie wäre es mit 1. Könige? Versuchen wir es mit 1. Könige, Kapitel 19. 1. Könige, Kapitel 19. Ich fühlte mich... veranlasst, ich schätze, das ist ein gutes Wort dafür, heute über Abschlüsse zu predigen. Wir haben hier im Moment eine Menge Abschlussfeiern. Gestern Abend zum Beispiel hatten wir unsere allererste Bethel College Abschlussfeier. Unser College besteht aus Bethel Music College, Bethel Conservatory of the Arts und Bethel Tech. Wir haben gestern Abend den Abschluss von 112 Absolventen dieser drei Schulen gefeiert. Und ich musste daran denken, dass unsere erste Abschlussfeier unserer Bibelschule BSSM vor 20 Jahren mit 37 Absolventen stattgefunden hat. Seitdem hatten wir etwa 17.000 Absolventen. Also ich weiß auch nicht, dieses College ist im Begriff, mir Angst zu machen, denke ich. Und diese Woche werden wir die Abschlussfeiern unserer Bibelschule BSSM haben, dann folgen unsere christliche Schule BCS, Shasta College, Simpson Universität und die Gymnasien. Im nächsten Monat werden uns die Abschlussfeiern zu den Ohren herauskommen. Es ist eine wirklich wunderbare Zeit im Leben so vieler Menschen. Aber im Herrn gibt es einen Abschluss, auf den Sie sich nicht vorbereiten können. Sie wissen nicht, wann er stattfindet. Er schleicht sich tatsächlich an Sie heran und es gibt eine Abschlussprüfung und Sie wissen nicht, wann die Prüfung stattfindet. Sie kriegen nicht mal mit, wenn Sie sie ablegen. Sind das nicht tolle Neuigkeiten? Ich versuche, Sie paranoid zu machen. Nein. Der Herr wirkt, indem er uns Prüfungen gibt, und bei den wichtigsten kriegen wir noch nicht mal mit, wenn wir sie ablegen. Wenn Sie wissen, dass Sie in einer Situation geprüft werden, ist es eine Prüfung mit offenem Buch. Sie können immer die Lösung hier drin in der Bibel finden und tun, was er sagt. Aber bei den Prüfungen, die wirklich unsere Zukunft bestimmen, geht es nicht um Erfolg und Misserfolg, sondern darum, unter welchem Maß an Gegenwart, an Herrlichkeit, an Verantwortung kann ich leben, ohne dass es mich erdrückt, ohne dass es mich in einer negativen Weise beeinflusst. Das Beispiel, das ich dafür am häufigsten verwende, ist, als der Prophet zum König kam und sagte, nimm diese Pfeile und schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal auf die Erde. Und der Prophet wurde zornig und sagte, wenn du 5 oder 6 Mal auf die Erde geschlagen hättest, hättest du deinen Feind vernichtet. Aber jetzt wirst du nur 3 temporäre Siege erringen. Wie vielen ist klar, dass der König diese Prüfung wiederholen wollte? Ich werde 1000 Mal auf die Erde schlagen, wenn das den Triumph des Sieges bedeutet. Weil sein Wille nicht das produzieren konnte, was instinktiv aus ihm hervorkam, als sich eine Gelegenheit bot. Sein Herz wurde durch das dreimalige auf die Erde schlagen offenbart. Was ist der Punkt? Er lebte ohne Leidenschaft. Er lebte mit Apathie. Und das wurde durch eine Prüfung aufgedeckt, von der er nicht wusste, dass er sie ablegte. Der Herr bringt uns häufig in Situationen, um uns zu messen. Er beschämt uns nie, er verspottet uns nie. Er sucht nur nach Menschen, denen er vertrauen kann. Wie sehr er ihnen vertraut, können Sie daran erkennen, wie viel er ihnen anvertraut hat. Er sucht nach Menschen, denen er etwas impartieren, etwas übertragen und anvertrauen kann. Die beiden Geschichten, die meiner Meinung nach gut zum heutigen Thema passen, haben beide mit Elisa zu tun. Elisa war Elias Nachfolger. Elisa war Elias Diener. Die Bibel bezeichnet ihn als den, der über Elias Hände Wasser goss. Er war der angehende Erbe. Aber das ist zu einem Zeitpunkt passiert, der für Elia wirklich kritisch war, weil er vom Leben entmutigt war. Er wollte tatsächlich sterben. Er war nicht selbstmordgefährdet, er wollte nur, dass der Herr ihn nach Hause holt. Er sagte, ich allein bin übrig geblieben. Das ganze Volk hat dich verlassen. Sie hören nicht auf meine Worte. Er macht diese ganze Sache durch. Er sagt, ich will sterben. Ich will nach Hause gehen. Und der Herr sagt mehrere Dinge zu ihm. Zum einen trägt er ihm auf, Elisa zu seinem Nachfolger zu salben. Das ist Nummer 1.
Und Nummer zwei, übrigens sagt er, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die Baal nicht geküsst haben, die sich vor diesem falschen Gott nicht gebeugt haben. Du bist also nicht allein. Aber damit du weißt, dass du die emotionale Stärke und Unterstützung bei deiner Arbeit haben kannst, werde ich Elisa in dein Leben bringen. Das ist ein sehr strategischer Moment für ihn. Und hier werden wir die Geschichte aufgreifen, als Elisa, ein Mann, der gerade dabei ist, ein Feld zu pflügen, berufen oder einberufen wird, wenn sie so wollen. Übrigens, Gott sucht sich Menschen, die dabei sind, etwas zu tun, wenn er sie beruft. Matthäus treibt Steuern ein. Petrus fischt. Und hier findet er also Elisa, der ein Feld pflügt. 1. Könige 19, Vers 19. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich herpflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehr um, denn was habe ich dir getan? Die nette, zärtliche Reaktion eines geistlichen Vaters. Anders ausgedrückt, geh zurück. Was ich getan habe, bedeutet gar nichts. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie, und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Dieser erste Moment der Beförderung, und wir werden uns zwei davon in Elisas Leben ansehen, ist sehr ungewöhnlich. Er sagt nichts über Elisas Bereitschaft aus. Aber ich habe den Eindruck, weil er so begierig darauf war, Elia nach dieser prophetischen Handlung hinterherzulaufen, dass er ein gewisses Gefühl von Bestimmung gehabt haben muss. Ein Gefühl von, da ist mehr. Mein Leben hat einen größeren Sinn als das Pflügen von Feldern. Wie auch immer, Elia kommt und wirft seinen Mantel. Ein Mantel repräsentiert Salbung, was Gottes Gegenwart ist, und er repräsentiert eine Berufung. Das hier ist ein winziger Mantel, aber wir werden ihn benutzen. Er nahm den Mantel und warf ihn über Elisa. Und Elisa lief Elia hinterher und sagte, lass mich meine Eltern küssen, ich bin gleich bei dir. Und Elia tut das undenkbar. Er sagt, was ich getan habe, bedeutet gar nichts. Geh nach Hause. Das ist kein Missbrauch. Er ist nicht missbräuchlich. Er baut nur nicht sein Ego auf. Viele Leute sind auf der Suche nach noch einem weiteren prophetischen Wort, damit sie sich wohler in ihrer Haut fühlen, statt dem zu verfolgen, was sie bereits als wahr erkannt haben. Hier in diesem Moment sagt Elia, was ich mit dir gemacht habe, bedeutet gar nichts. Geh nach Hause. Kann er eine Beförderung ohne Bestätigung empfangen? Kann er eine Beförderung empfangen, eine Berufung annehmen, ohne dass diese Beförderung von Schmeicheleien begleitet wird? Ohne dass der Mann Gottes sagt, ich habe dich schon von Weitem gesehen, ich konnte die Salbung erkennen, die bereits jetzt auf deinem Leben liegt. Sind diese Dinge wichtig? Das sind sie, aber an ihrem Platz. Sie sind Nahrungsergänzungsmittel. Die Nahrung ist die Schrift und das, was Gott ihrer Seele einhaucht. Die Ergänzungsmittel helfen, in kritischen Zeiten zu Stärke und Gesundheit beizutragen. Aber wenn sie vom Lob der Menschen leben, werden sie an ihrer Kritik sterben. Wenn sie süchtig nach Beifall werden, ist das gefährlich. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott sagt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt. Das bedeutet, dass Propheten überall geehrt werden, nur nicht zu Hause. Und das ist der Grund, warum er die Propheten immer zu Hause anfangen lässt, sodass der Dienst nicht durch Beifall angeheizt wird, sondern durch das Gefühl, ich habe Gott gehorcht, ich habe getan, was er mir gesagt hat. Elisa befindet sich also in diesem Moment der Vorbereitung und der Herr weigert sich, ihn in seinen Abschluss, in seine Beförderung durch Beifall zu bringen. Weil die Bestimmung so tiefgreifend und stark ist, muss dieser Bereich frühzeitig getestet werden. Er muss frühzeitig getestet werden. Wenn er süchtig, wenn er bedürftig nach Bestätigung wird. Wenn das heute passieren würde, wäre Instagram voll mit allen möglichen Anschuldigungen gegenüber Elia, weil er die Gnade ignoriert hat, die bereits auf Elias Leben lag. Manchmal salbt der Herr Menschen, damit sie sie gerade nicht so segnen, wie sie es gerne hätten. Verstehen Sie bitte, ich rede nicht von Missbrauch, nicht von Gedankenlosigkeit anderen gegenüber.
Aber in diesem Moment hat er einfach nur nicht sein Ego massiert. Stattdessen hat er ihm eine Gelegenheit gegeben, die er nur mit Hilfe der Gabe der Geisterunterscheidung erkennen konnte, und das tat er. Er tötete seine Rinder, nahm das Geschirr der Rinder, machte ein Feuer, briet die Rinder, gab sie dem Volk zu essen und machte sich dann auf, Elia zu folgen. Und der Rest ist Geschichte. Johannes der Täufer wird als der größte aller alttestamentlichen Propheten bezeichnet. Johannes der Täufer wird zum Alten Testament gerechnet, weil er vor dem Tod und der Auferstehung Christi wirkte. Johannes der Täufer wurde als der größte aller alttestamentlichen Propheten bezeichnet. Und in der Schrift heißt es, dass er in dem Geist und der Kraft des Elia unterwegs war. Nun wissen wir vom Ende dieser Geschichte hier, dass Elisa am Ende die doppelte Salbung von Elia hat. Warum sagt der Herr dann nicht, weil Johannes eine Klasse besser war, warum sagt er dann nicht, er wandelte im Geist und in der Kraft Elisas? Weil er diese größere Salbung hatte. Weil der Himmel immer den Vätern und Müttern Anerkennung zollt, die einen Preis zahlen und ein Momentum für die nachfolgenden Generationen kreieren. Väter und Mütter erhalten in der Ewigkeit immer, kann ich sagen, einen Nutzen ihrer Investition in zukünftige Generationen. Seien Sie bereit, als erstes in Ihrer Familie einen Durchbruch zu erzielen. Seien Sie bereit, den Preis für einen Durchbruch zu bezahlen, von dem der Rest Ihrer Nachkommen profitieren wird. Weil der Himmel denen applaudiert, die vielleicht weniger Salbung haben, aber die ein Momentum kreieren, sodass eine andere Generation es erben und an eine Stelle bringen kann, an die sie in ihrer Zeit nie gehen konnten. Das ist ein entscheidender Teil der Funktionsweise von Gottes Ökonomie. Hier ist also Elisa. Er empfängt den Mantel, die Berufung. Er weiß, was es ist. Lesen wir weiter in 2. Könige, Kapitel 2. Diese Prüfung hier ist in verschiedener Hinsicht sogar noch anspruchsvoller und schwieriger. Elia ist im Begriff zu sterben. Und er bringt Elisa in diese verschiedenen Gemeinschaften. Und in jeder Stadt gibt es eine Prophetenschule namens Söhne der Propheten. Anders ausgedrückt, es gibt eine prophetische Gemeinschaft. Es gibt eine Gruppe von Propheten, die sich in einem Bund miteinander befinden. Und während sie durch diese Städte ziehen, kommen all diese Propheten zu Elisa und sagen, dein Herr wird heute nach Hause gehen. Er wird noch heute sterben. Gott holt ihn nach Hause. Es scheint, dass jeder wusste, wann Elia sterben würde, Elisa eingeschlossen, was eine sehr merkwürdige Lage ist. Er weiß also, dass er im Begriff ist, sein, kann ich es so ausdrücken, Erbe zu erhalten? Er ist im Begriff, Elias Segen über sein Leben zu empfangen, was den Unterschied in seinem Leben und Dienst machen wird. Beginnen wir mit 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Und er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Dann nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin, und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll. Wir werden gleich noch mehr lesen, aber lassen Sie mich versuchen, die Grundlage dafür zu legen. Zunächst einmal ist Elia der gefürchtete Prophet im Land.
Elisa wird von der gesamten prophetischen Gemeinschaft bereits als sein angehender Nachfolger anerkannt. Also jedes Mal, wenn Elia Elisa in eine dieser Gemeinschaften bringt und sagt, bleib hier, ich muss weitergehen, gibt er ihm eine Gelegenheit, einen bereits bestehenden Dienst anzutreten, weil die Propheten auf seine Leiterschaft reagieren werden. Er gibt ihm eine Gelegenheit zur Beförderung. Nur zu häufig reißt die Leidenschaft für Leistung Menschen aus ihrer göttlichen Bestimmung heraus, sodass sie sich mit etwas zufrieden geben, das minderwertiger, das geringer ist, befriedigender für den Moment, aber weit weniger als das, was Gott eigentlich beabsichtigt hat. Und so nimmt Elia ihn in drei verschiedene Städte mit und sagt, bleib hier. Und er sagt, ich bleibe nicht mit. Ich komme mit dir. Sie gehen zu drei Orten und schließlich überqueren sie den Jordan. Er hat die Prüfung bestanden, den ersten Teil seiner Prüfung. Er hat die Prüfung bestanden, sich nicht mit zeitweiliger Beförderung zufrieden zu geben. Mit, wenn ich es so nennen darf, Selbstbefriedigung. Er hat die Prüfung bestanden. Und als diese Prüfung vorbei war, dreht sich Elia um und sagt, bitte, was ich für dich tun soll. Jesus hat seinen 12 Jüngern in Johannes 14, 15 und 16 dieselbe Gelegenheit gegeben. Viermal in drei Kapiteln sagte Jesus zu den Jüngern, alles, worum ihr auch bittet, wird geschehen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen dieses Versprechen nicht gegeben wurde, als er Sie zu Anfang aus dem Fischen, dem Steuereintreiben, aus all diesen verschiedenen Verantwortlichkeiten herausgerufen hat, um ihm nachzufolgen. Er hat Ihnen nicht die Gelegenheit zur Beförderung vor die Nase gehalten, um Sie zu überzeugen, ihm nachzufolgen. Es war die Belohnung für Ihren Gehorsam nach vielen Jahren. Dann erst wendet er sich an die, die er Freunde nennt, und sagt, ihr könnt um alles bitten. Dieser Moment wurde soeben dem Propheten Elisa, dem angehenden Nachfolger, geschenkt, der über Elias Hände Wasser gegossen hat, der ihm im prophetischen Dienst gedient hat. Er ist jetzt auf der anderen Seite. Er hat die erste Phase der Prüfung bestanden, sich nicht mit unmittelbarer Befriedigung zufrieden zu geben. Das ist so wichtig, weil das Bewusstsein, sich von diesem und jenem beleidigt zu fühlen, so stark ausgeprägt ist. Das Bewusstsein für persönliche Erfüllung im Leben ist so stark ausgeprägt. Ich glaube sehr an Bestätigung. Es ist ein großer Teil unserer Kultur. Ich glaube so sehr daran, Menschen zu feiern und anzufeuern, sie zu unterstützen und zu sehen, dass sie befördert werden, ihre Bestimmung erreichen. Aber es gibt so viel zu sagen zu dieser ungewöhnlichen Prüfung, die Gott Elisa auferlegt hat. Und die zweite Phase dieser Prüfung ist, wird er auf die unmittelbare Erfüllung seines Dienstes und Auftrags hereinfallen? Oder wird er sich an die langfristige Sicht klammern, um das zu tun, wofür er geboren wurde? Das war die Prüfung. Als er sie bestanden hat, kommen wir zur zweiten Phase der Prüfung. Gehen Sie bitte noch einmal zu Vers 9. Er sagt, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Das passiert mir total oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, Bill, ich möchte eine doppelte Portion von dem, was du hast. Ich sage ihnen, ich auch. Wenn es so einfach wäre, würde ich mir selbst die Hände auflegen. Wie vielen ist klar, dass Sie nicht das Doppelte von dem, was Sie haben, weggeben können? Selbst wenn Sie $1 Million auf der Bank haben, können Sie keine 2 Millionen weggeben. Sie können nur das weggeben, was Sie haben. Elisa hat also soeben um etwas gebeten, das außerhalb von Elias Möglichkeiten liegt. Und so gibt er ihm eine Prüfung. In Vers 10 heißt es, da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde. Das Video würde ich gern sehen. Feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Er nahm den Mantel und schlug auf das Wasser. Er sagte, wo ist der Gott des Elia? Und der Fluss teilte sich. Großartige Geschichte. Hier ist die Prüfung.
Ihm wird gesagt, dass wenn er Elia sieht, wenn er vom Herrn weggenommen wird, er den zweifachen Anteil erhalten wird. Ich erinnere mich an ein altes Kirchenlied, das ich als Kind gehört habe, das davon redet, wie Elia in einem feurigen Wagen hinaufgefahren ist. Aber er ist nicht in einem feurigen Wagen hinaufgefahren, sondern in einem Sturmwind. Der feurige Wagen war eine gottgegebene, übernatürliche Aktivität, die Elisa von seinem Auftrag trennte, Elia zu beobachten. Er war eine mögliche Ablenkung durch gottgegebene Aktivitäten, um ihn von seinem Auftrag wegzuziehen. Wenn er so stark an dem Wunder und Gefallen an Gottes Aktivitäten hängt, bis zu dem Punkt, dass er von seinem Auftrag abweicht, dann kann er mit einem zweifachen Anteil Salbung nicht umgehen, weil es ihn umbringen wird. Und so gibt der Herr ihm die ungewöhnlichste Prüfung. Wird er sich durch eine gottgesandte, übernatürliche Aktivität von seinem Auftrag ablenken lassen? Du musst Elia im Auge behalten. Und als dieser feurige Wagen kommt, schreit er: mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Und dann sieht er, wie Elia in den Himmel aufgenommen wird. Und vom Himmel fällt der Mantel herab, der Mantel, den Elia getragen hat. Der Mantel repräsentiert Berufung und Salbung. Er repräsentiert seinen Auftrag. Das ist der Grund, warum er, nachdem er Elias Mantel aufgehoben hat, viele Leute behaupten, gesalbt zu sein, zum Fluss geht und sagt: Ich will sehen, was ich habe. Wo ist der Gott des Elia? Er schlägt auf das Wasser, wie er es gerade erst seinen Meister hat tun sehen. Der Fluss teilt sich und er sagt: Ich hab's. Und dann geht er hinüber. Beachten Sie, dass er einen zweifachen Anteil bekommen hat, den er nicht von Elia bekommen konnte, weil Gott zuerst den Mantel haben musste. Und als er herunterfiel, war er in der Lage, etwas aufzuheben, in das der Herr selbst das zweite Maß an Salbung übertragen hat. Er hob den Mantel auf und er lebte damit voller Treue. Wenn Sie die Wunder untersuchen, die in Elias Leben geschehen sind, und sie mit Elisa vergleichen, sind es genau doppelt so viele. Was ist der Punkt? Auf uns kommen Abschlüsse zu. Und in seiner Gnade wird der Herr ihn erlauben, in eine mögliche Beförderung ohne Schmeicheleien hineinzugehen, um zu sehen, werden Sie das als Missbrauch bezeichnen oder als Privileg? Ein Privileg, dem Elia zu folgen. Sie in eine Position zunehmender übernatürlicher Aktivität zu bringen, und doch haben sie um etwas gebeten, das wirklich schwer zu geben ist. Und sie erhalten einen Auftrag, zu dem Gott selbst eine Ablenkung schickt. Kann ich an meinem Auftrag festhalten? Es geht immer um Gehorsam. Es geht immer um Vertrauen. Elisa hat die Prüfung bestanden. Er hat sie mit fliegenden Fahnen bestanden, wenn Sie so wollen. Er ging daraus als jemand hervor, der dem Herrn vertraute, der in seinen schwierigsten Momenten auf den Herrn sah. Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns ständig misst, um zu sehen, was wir in der nächsten Zeitphase handhaben können. Er prüft ständig, wie wir die Geschichte erzählen, welche Rolle wir darin gespielt haben. Er prüft ständig, wie wir verbal auf eine Bedingung, ein Bedürfnis, ein Versprechen oder eine Hoffnung reagieren. Wie haben wir den Auftrag angenommen, den Gott uns gegeben hat, selbst wenn es absolut unwahrscheinlich schien, dass er je erfüllt wird? Was sind die Momente, die Gott in unserem Leben kreiert hat, und was haben wir mit ihnen gemacht? Er gibt uns Verantwortung. Was wir zu Krankenheilung oder Totenauferweckung oder ähnlichem lehren, Leute sagen dazu: Das ist unmöglich, Bill. Und es ist wahr. Es ist unmöglich. Das eigentliche Problem ist, dass wir den Rest des christlichen Lebens für möglich halten. Haben Sie je die Stelle in der Bibel gelesen, in der Jesus sagte: Seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist? Da ist etwas, dem schwer nachzukommen ist. Der Unterschied ist, in der Gnade befähigt Gott,
Im Gesetz verlangt er. Und so hat er uns in eine Beziehung gebracht, in der er Möglichkeit in unser Leben spricht, einfach weil wir mit demütigem Herzen gehört haben, was er gesagt hat. Und im Hören liegt die Kapazität, die Fähigkeit, genau das zu tun, wozu er uns beauftragt hat. Die Frage ist, kann ich mit einer Beförderung ohne ein Bedürfnis nach Schmeichelei umgehen? Wir haben hier eine Kultur der Ehre. Zumindest arbeiten wir hart daran, dass es eine Kultur der Ehre bleibt. Schmeichelei ist die Fälschung von Ehre. Ehre ist echt. Schmeichelei ist eine billige Imitation. Kann ich meine Beförderung empfangen und sie ohne ein Bedürfnis nach persönlicher Schmeichelei antreten? Eine Menge Egos werden auf dem Weg in den Dienst gebaut. Die Entscheidung, sich selbst zurückzunehmen, ist die Herausforderung für jeden Einzelnen von uns Tag für Tag für Tag. Und dann die letzte Prüfung, die für mich einfach extrem ist. Die erste war, dass er der Versuchung nach der unmittelbaren Erfüllung eines Traums widerstanden hat. Sein Verlangen nach Leistung hat seinen Sinn für Bestimmung nicht überstiegen. Und als der Moment kam, hat er seine Augen dort behalten, wo sie hingehörten. Erinnern Sie sich, als Petrus in seinem Moment war und auf dem Wasser ging? Und dann fing er an, auf die Wellen zu sehen? Ganz ehrlich, das ist die gleiche Prüfung, die Elisa durchgemacht hat. Kann ich meine Augen auf den Auftrag gerichtet halten? Ich glaube nicht, dass das ein falscher Gebrauch der Schrift ist. Lassen Sie mich das zum Abschluss der heutigen Predigt zitieren. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der es angefangen hat, er ist der es vollendet hat. Ich bin völlig abhängig von ihm, was die Aktivität des Glaubens in meiner Seele angeht, die ihm gefällt und mich in meine Zukunft, in meine Möglichkeiten, in meine Auftragserfüllung bringt. Bitte stehen Sie auf. Mensch, bei dem vollen Gottesdienst heute bin ich 7 Minuten zu früh fertig geworden. Ich werde einfach weiterreden. Ich will nicht, dass Sie verwöhnt werden oder so. Ich wollte das eigentlich schon zu Beginn fragen. Wie viele von Ihnen haben oder hatten Pflegekinder? Heben Sie bitte Ihre Hand. Okay, einige von Ihnen. Ich bin so froh über diesen Kurs, den wir gerade machen. Das begeistert mich. Wie viele von Ihnen haben Kinder adoptiert? Wunderbar, Gott segne Sie. Das ist großartig. Ich habe den Eindruck, das ist die nächste Phase, in der wir einen enormen Zuwachs in diesem Haus erleben werden, bei Pflegekindern und Adoption. Das ist ein Teil des Rechtsmandats. Und worüber ich heute gesprochen habe, ist die korrekte Funktion und Anwendung von Recht. Ich bin begeistert von dem, was gerade passiert. Vater, bitte schenk uns die Gnade für diese nächste Zeitphase. Diese nächste Zeitphase, dass wir auf die Momente achten, die du uns bringst, die so subtil und so simpel sind. Wir können uns selbst nicht genug aufputschen, um bei einer Prüfung zu gehorchen, wenn wir nicht mal wissen, dass wir geprüft werden. Meine einzige Hoffnung ist, hingegeben und ergeben an den Heiligen Geist zu leben. Und so, Herr, bete ich, dass diese Art Gnade auf uns als eine Gemeindefamilie ruht. In Jesu Namen. Amen. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen: Ich empfange dich als meinen Herrn und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der dich nicht ehrt. Und ich lebe bewusst mit dem Ziel, dir zu dienen, dich zu ehren, zu feiern, wer du bist, als mein Herr, mein Retter.